Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in deinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Haha, zieht euch rein. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ihr mit neuem Video, ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir vorbeischaut. Und heute gibt es mal wieder ein schönes Emblem auf die Augen. Ihr habt es ja schon in der Thumbnail gesehen. Ein One Piece Emblem vom Falkenauge Mihawk. Und viele von euch haben ihn sich ja schon gewünscht und haben mir dieses auch öfter mal in den Kommentaren mitgeteilt, Freunde. Und ja, es wurde jetzt langsam Zeit. Letztens kam ja wieder ein Dragon Ball Z-Emblem und jetzt mal wieder One Piece, Freunde. Wir machen das ja immer im Wechsel. Ja, ich hoffe, er gefällt euch. Wie ihr schon hier seht, der Aufbau des Emblems ist diesmal ein bisschen anders. Also beziehungsweise das Tutorial ist diesmal etwas, ja, umstrukturiert. Ihr seht es ja schon, also ich habe die Ebenen schon vorgegeben, weil mir ist mittlerweile aufgefallen, dass ihr halt eigentlich immer viel auf die Koordinaten achtet. Und was soll ich euch da großartig den Weg zeigen, wie ihr da hinkommt, wenn ihr sowieso nur die Koordinaten im Auge habt, Freunde. Und ja, ich schraube halt jetzt immer die Deckkraft runter und im Laufe des Videos, ja, geht es dann von Ebene zu Ebene, schraube ich die Deckkraft hoch und dann seht ihr halt, wie viel Deckkraft jede Ebene hat. Und rechts seht ihr auch die Koordinaten. Und zum Ende, Freunde, seht ihr auch nochmal kurz die Rasterfunktion, damit ihr halt nochmal die Symmetrie vergleichen könnt. Aber das seht ihr ja meistens dann schon an den Koordinaten, die ihr da rechts habt. Und ja, danach orientieren sich halt die meisten von euch. Ich habe mich auch mit einem meiner Zuschauer mal darüber unterhalten und der meinte auch, ich sollte das doch so machen und wäre auch für mich einfacher. Und ganz ehrlich, Freunde, es ist auch für mich einfacher. Und deswegen ja, habe ich mir gedacht, ich werde das mal hier ausprobieren mit euch und lasst es mich wissen, ob ihr so auch zurechtkommt. Wäre natürlich richtig nice, wenn das so gehen würde, weil das spart mir dann auch viel Zeit. Und ja, ich muss halt nicht jedes Emblem zweimal machen, was mich dann ab und zu doch schon ab und zu mal ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn du ein Emblem fertig hast, dann hast du auch keinen Bock, es nochmal zu machen. Und ja, deswegen halt hier wäre das eine super Option für mich und ich hoffe, ihr kommt auch so klar. Lasst mich natürlich wieder über neue Vorschläge, neue Wünsche unten in den Kommentaren Bescheid wissen, Freunde. Tackert da mir unten was rein und ja, wenn euch das Ganze gefällt oder wenn ihr jemanden habt, der Embleme sucht oder Tutorials braucht, bitte weiterempfehlen, Freunde, weil euer Lob ist mein Brot, Freunde, und deswegen teilen, liken und kommentieren nicht vergessen. Ich weiß, es ist immer schwierig, aber irgendwie eins von den dreien werdet ihr schon dann schaffen. Und wenn ihr alles drei macht, werdet ihr natürlich super Porno drauf, Freunde. Und naja. Gut, ihr wisst, was zu tun ist. Ich bin raus. Ich will ja auch nicht so viel quatschen, Freunde, weil ihr wollt ja das Tutorial sehen. Und ja, lasst mir auf jeden Fall wissen, wie ihr die Mihawk findet. Und ja, weitere Wünsche, alles unten in die Kommentare tackern, Freunde. Teilen, liken, abonnieren, alles nicht vergessen, Freunde. Wisst ihr Bescheid. Euer Lob ist mein Brot. Ich bin raus. Euer Dennosch. Peace. Bis zum nächsten Video. Ciao. Thank you.
to go.